Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robert an. Dieser hat über das Impact-Türschutzgitter geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Als frischer und handwerklich begabter Papa möchte ich heute euch meine Erfahrungen über das Impact-Türschutzgitter-Treppenschutzgitter 62-222 cm selbstschließend zum Klemmen ohne Bohren Easy Step vorstellen. Ich habe mich mehrere Tage mit sämtlichen Türgittern, die es auf dem Markt gibt, auseinandergesetzt. Ich sage euch, das ist echt belastend, gerade wenn man eigentlich die Zeit mit seinem kleinen Sohn verbringen möchte. Deswegen nehme ich mir jetzt am Abend mal die Zeit, um euch den Ärger und die Zeit zu ersparen. Erstmal zeige ich euch die Gründe, warum ich mich für das Impact-Türschutzgitter-Treppenschutzgitter 62-222 cm selbstschließend zum Klemmen ohne Bohren Easy Step entschieden habe. Wie der Name es schon hergibt, man kann es klemmen auf beiden Seiten und muss nicht bohren. Es hat eine Schwingtür, die in beide Richtungen aufgemacht werden kann, gerade bei Treppen optimal. Es hat einen automatischen Schließmechanismus, das bedeutet, die Türen fallen hinter einem immer wieder zu. Dafür sollte das System gut justiert sein. Die Tür ist mit einer Hand zu öffnen und zu schließen, gerade vom Vorteil, wenn man das Kind auf dem Arm hat. Es ist eines der günstigsten Türgitter, die es mit den Funktionen zu kaufen gibt. Das Produkt ist ordentlich verarbeitet und macht einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Die beiliegende Anleitung ist nicht wirklich brauchbar, aber der Einbau erklärt sich von selbst und ist auch für Laien nicht schwierig. Das Gitter wirkt auf den ersten Blick verzogen, während des Klemmvorgangs verschwindet diese optische Täuschung aber schnell. Wichtig beim Einbau: Zunächst die Kabelbinde dran lassen, dann geht es einfacher. Die Zusatzstücke werden über das massive Stifte einfach mit dem Hauptelement verbunden. Mit 4 Schrauben wird das Gitter dann zwischen die Wände oder Treppe geklemmt. Mit den Schrauben stellt man dann auch die Abstände von Tür zu Gitter ein. Allerdings sollte man sie nicht zu doll festziehen, da ihr sonst die Tür nicht aufbekommt. Dem Klemmen sind also gewisse Grenzen gesetzt. Ein Nachteil hat das Ganze: Wenn man die Maximalmaße des Gitters ausreizen muss, wird die Konstruktion etwas instabiler, denn umso weiter stehen die Schrauben auf beiden Seiten heraus. Wackelig. Wir benutzen täglich das Impact-Türschutzgitter, Treppenschutzgitter Easy Step, jetzt seit über 4 Monaten. Das Gitter ist sehr stabil, unser Sohn steht dran und rüttelt, zieht sich daran hoch. Auch hat er die Kindersicherung noch nicht geknackt. Zwar sind die Türschutzgitter zum Bohren etwas stabiler und der untere Bodenrahmen ist keine Stolperfalle, aber Bohren kam für mich nicht in Frage, da man das Impact-Türschutzgitter, Treppenschutzgitter irgendwann nicht mehr braucht. Und dann hat man die hässlichen Löcher. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und euch durch meine Tests viel Zeit sparen. Ich wünsche euch mit eurem Nachwuchs viel Spaß, viel Zeit und viel Liebe. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.